Kakao wird am Mittwoch im Spiel gegen Ghana Miroslav Klose in der deutschen Sturmspitze ersetzen. Darauf deutet alles hin. Aber auch Stefan Kießling von Bayer Leverkusen oder Mario Gomez von Bayern München könnten durchaus noch am Mittwochabend zum Einsatz kommen. Bundestrainer Joachim Löw. Also es ist so, dass im Moment ich tendiere, dass Kakao sicherlich von Anfang an spielen kann, wobei auch Gomez und Stefan Kießling als Keilstürmer jetzt im Training auch, sagen wir mal, sehr, sehr darauf drängen, eben auch auf einen Einsatz. Auch sonst könnte es im deutschen Team die ein oder andere Veränderung geben, sagte Löw. Konkret wurde er aber nicht. So viel ist aber schon jetzt sicher. Mit Ghana wartet auf die deutsche Mannschaft ein hartes Stück Arbeit.